wer beherrscht denn diese Welt oder wer beherrscht uns Menschen, die wir auf dieser Welt leben? Und wenn man da jetzt nachbohrt, dann wird es sehr interessant. Dann wird auch viel klarer, welche Rolle wir Menschen in diesem größeren Spiel spielen. Das heißt also, wenn wir über das Thema Herrschaft sprechen, reden wir immer über das Thema Macht. Und ich würde gerne mal, ich habe einiges vorbereitet, weil ich zu diesem Thema ja auch schon einiges in der Vergangenheit in verschiedenen Videolektionen, Seminaren gemacht habe, habe ich schon vieles ausgearbeitet. Deswegen würde ich hier mal kurz was vorlesen, also an entsprechenden Stellen, wo es passt. Und zwar, weil wir ja gesagt haben, es geht um ein Machtspiel. Und man muss Folgendes verstehen. Ich nenne es hier mal das Grundprinzip zum Erhalt von Macht. Also diejenigen, die Macht ausüben, oder man könnte vielleicht sagen, was ist überhaupt Macht? Macht ist ja, wenn man es mal im Duden nachschlägt, nichts anderes als die Gesamtheit der Mittel und Kräfte, die jemandem anderen gegenüber zur Verfügung stehen. Das heißt, du kannst mit diesen Mitteln das Verhalten steuern, beziehungsweise du kannst Menschen gefügig machen oder sie zu einer Handlung bringen, die sie dann in deinem Sinne ausführen. Das ist im Grunde Macht. Und jetzt muss man aber Folgendes verstehen. Und das lese ich jetzt mal kurz vor und kommentiere es dann. Macht hat man nur, wenn man sich das Vertrauen der Menschen erwirbt, die dann zu einer Leistung bereit sind. Ganz wichtiger Punkt. Also hier geht auch geht um Freiwilligkeit. Nehmen wir als Beispiel, das ganze Bank- und Geldsystem ist ein System des Vertrauens. Solange die Menschen, die Mehrheit der Menschen daran glaubt, dass es alles korrekt ist und alles sauber abläuft, hat dieses System Bestand. Wenn man es hinterfragt, hat auch mal, glaube ich, Henry Ford gesagt, da hätten wir über Nacht eine Revolution. Wenn die Menschen verstehen würden, wie das Geldsystem funktioniert, dann hätten wir nächsten Morgen eine Revolution. Deswegen ist es so wichtig, dass die Menschen nicht verstehen, wie die Systeme wirklich arbeiten. Solange sie also, ich sage mal, blind, naiv das glauben, ist alles gut. Wenn ein Mensch in der Lage ist, das Vertrauen von Millionen von Menschen zu erwerben, dann kann er Millionen Menschen steuern. Das ist im Prinzip die Verantwortung, die Menschen haben, die großes Vertrauen in der Öffentlichkeit genießen. Das können Politiker sein, das können aber auch Social Influencer sein, ja, also denen ja auch viele mittlerweile hinterherlaufen. Die tragen eine sehr, sehr große Verantwortung. Und manchmal glaube ich, dass sie sich dieser Verantwortung gar nicht bewusst sind, was sie gerade bei jungen Menschen anrichten können, weil sie sind Vorbilder. Und Menschen, Kinder, junge Menschen orientieren sich eben an anderen Menschen, sprich an Vorbildern. Und da kann man einiges natürlich im positiven Sinne beeinflussen. Man kann aber genauso gut auch negative Trends verstärken, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Wer Menschen steuern will, muss sie unter Druck setzen, zum Beispiel durch das heutige Geldsystem, so wie es ausgestaltet ist, ein sogenanntes zinsbasiertes Schuldgeldsystem, was im Grunde die Menschen ständig in so eine Art Hamsterrad laufen lässt. Das ist der eine Aspekt. Oder man setzt die Menschen unter Drogen. Und Drogen muss man sich heute nicht nur unter Alkohol und Zigaretten vorstellen, sondern es geht vor allen Dingen auch um digitale Drogen. Also diese ganzen Formen von Handys, Smartphones, Spiele, Gaming, Fernsehprogramme. Ja, das sind letztendlich alles auch Formen von Drogen, die in uns bestimmte Gefühle erzeugen, Dopaminausstöße machen, uns so ein Glücksgefühl vermitteln kurzfristig und damit uns in so einer Art heilen Welt vorgaukeln. Viele Menschen sind mit dem, was sie tun, das beobachte ich immer wieder, nicht zufrieden mit ihrer Arbeit. Die machen ihre Arbeit wegen des Geldes, aber nicht, weil das ihre tiefe Erfüllung ist. Und in ihrer Freizeit hängen sie dann vor der Glotze oder spielen den ganzen Abend irgendwelche komischen Computerspiele. So. Und daran siehst du, die Seele braucht Glück, sie braucht dieses Glücksempfinden. Das holen die sich dann halt in der Freizeit durch solche digitalen Drogen. Sie merken aber dann nicht, dass sie im Grunde ihre Kraft jemand völlig anderes geben. Das heißt also, dieses Herrschaftsprinzip, diese Macht, wenn man so möchte, funktioniert nur, wenn ein gewisses Maß an Barmherzigkeit ausgeübt wird. Das heißt, diejenigen, die das System kennen und geschaffen haben, müssen natürlich berücksichtigen, wenn sie die Menschen nur knechten, dann rebellieren die Sklaven irgendwann, mal ganz einfach gesagt. Also braucht es immer das klassische Brot und Spiele. Wir brauchen einen gewissen Anreiz, aber wir brauchen auch immer mal wieder so ein bisschen Spaß, ein bisschen große Veranstaltungen, wo die Menschen sich dann wieder treffen können und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt also im Fazit, die Beherrschung der Menschheit kann nur über Freiwilligkeit erfolgen. Das heißt, die Menschen müssen zustimmen. Das können sie aber nur dann wirklich frei und allumfänglich, wenn sie verstehen, was da passiert. Und die meisten verstehen es nicht.
Deswegen funktionieren ja diese Systeme auch, weil viele Menschen kein Wissen haben. Und die, die das Wissen haben, benutzen es dann eben, um die Menschen unbewusst zu steuern und zu lenken. Das heißt also, wenn man sich selbst souverän machen möchte, muss man sich bestimmtes Wissen aneignen. Daher auch dieses Zitat eingangs: Jeder dient im Ausmaß seines Verstehens sich selbst und im Ausmaß seines Nichtverstehens. Und Nichtverstehen heißt, ich kenne dann die Steuerungsmechanismen nicht, wie Macht auf mich ausgeübt wird. Ich merke es gar nicht. Ja? Klar, man kann sagen, es gibt da ein paar Politiker und so weiter, aber um die geht es ja gar nicht. Wir werden gleich noch über ganz andere Strukturen sprechen, die wesentlich mächtiger sind, aber auch unsichtbarer sind. Und das ist heute ein großes Dilemma. Das heißt also, Macht ist ein Spiel, was ganz viel mit dem Wissen zu tun hat.